Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Gärtnerfolge. Stardew Valley, Ladies and Gentlemen. Gegärtnert wird heute tatsächlich, denn ich habe mir meine letzte Episode nochmal angeschaut und geguckt, was wir so getrieben haben. Und musste dabei feststellen, dass mein Garten eindeutig zu klein ist. Und deswegen, heute, bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal Garten vergrößern. Dabei, da wir in den letzten beiden Episoden so erfolglos nach Eisenerz gesucht haben, habe ich mal nachgeschaut und musste leider feststellen, Eisenerz bekommt man ab Level 40. Also sprich, ich habe Ebene 40 in den Höhlen und wir waren hier, glaube ich, bei 15 gerade mal gewesen. Also da müssen wir noch, ja, auf jeden Fall ein bisschen warten. So, aber gibt aber trotzdem genug zu tun, würde ich sagen. Wir müssen natürlich auch auf jeden Fall aufpassen, dass wir genug Stroh noch haben. 131, 240, okay. Sagen wir unserem Houdini auch noch gleich guten Tag. So, dann wird hier erstmal alles bewaffnet. Peroni haben wir eine. Eier. Eichenharz. Okay. Mayonnaise wird erstmal direkt verkauft. So. Gucken wir doch mal. Also hier haben wir auf jeden Fall 5 wieder frei. Also mindestens nochmal eine Reihe. Weiß noch nicht womit. Aber da finden wir schon was. Natürlich habe ich hier immer meine Hake vergessen. Hier sind wieder ein paar Würmer, die garantiert wieder Bücher versteckt haben oder geklaut haben. Muss man auch erstmal drauf kommen, dass Bücher, die vermisst werden, bei Würmern sind. Also großartig. Willkommen bei Pierre. Servus. Irgendwas, was ich... Was ist los? Was haben wir denn? Peperoni. Die kann man öfters, ja, weiß ich. Radieschen habe ich schon. Sommerschmucksaat. Okay. Mais. Dort 14 Tage. Ja, was ist anders? Ach, Weizenmehl. Achso, okay. Oder ich nehme was Langes. Ach, komm, egal. Ach nee, da bin ich pleite. Ach, scheiße. Nehmen wir hier von 5. Die brauchen... Oh, Weizen brauchen sie nur 4 Tage, 6 Tage, 7... Hopfen. Wächst in 11 Tagen, kann aber danach mehrmals geerntet werden. Wächst an ein Rankengerüst. Ach komm. No risk, no fun. Können wir nachher unser Hopfen doch unser Bier brauen? Ja, genau. Warum eigentlich nicht? Machen wir eine Brauerei auf. Dann wird nicht mehr gegärtnert, bis der Arzt kommt, sondern dann wird Bier gebraut, bis der Arzt kommt. Ihr müsst meine teilweise merkwürdigen Geräusche wieder entschuldigen. Ich bin immer noch ein bisschen vergeltet. Ich werde es einfach nicht los. Wenn einer von euch ein gutes Rezept hat, ab in die Comments damit. So. Mal gucken, ich habe doch auch noch Geschwindwachs, genau.
Boah, den sieht man ja richtig schlecht. Okay. Ja, ist jetzt gerade nicht so schlau, was ich hier mache, aber egal. Meine Güte. Okay, der braucht doppelt und dreifach Platz, oder? Hä? Okay, sehr abenteuerliche Art zu pflanzen, aber okay. Weiß ich, warum das gerade nicht so ganz funktioniert hat. Sag mal. So. Wo haben wir denn? Und die Gießkanne. Ah, super, bei diesen Stöcken sieht man nicht, ob man sie schon gegossen hat oder nicht. Das ist ja doof. Ja, obwohl doch, es geht einigermaßen. Komm, der letzte Schluck. Jawohl. Sehr schön. So. Jetzt wollen wir gucken, was wir hier alles noch bauen können. Ich hatte überlegt, einen Steinzaun zu bauen, um mein kleines Gartenfeld hier drumherum, einfach weil es ein bisschen schöner aussieht. So, ja, Eisenbahn. Das wird dann wohl erstmal nichts werden. Zumindest vorher ist nichts. Pflasterfahrtstein. Nein, Pflastersteinfahrt, so. Brauchen wir wahrscheinlich auch Eisen für. Ja, jede Menge sogar. Ah, okay. Kupfer kann ich jede Menge anbieten. Gut. Krabbe. Ach komm. Eichenharz. Nee, brauche ich auch nicht. So, ich mach den. Nee, ich mach keinen Umweg zur Höhle und dann bei Dings vorbei. Sondern geh nur zum Schmied und zu Gunther. Einfach mal, um mein Lager ein bisschen leer zu räumen. Und damit ich dann in Ruhe auch wieder in die Höhlen kann, ohne nicht nur ein volles Inventar, sondern auch um mir um meine Truhen keine Sorgen machen zu müssen, dass die irgendwann rappelvoll sind. Ich hoffe nur, dass ich noch genug Kohle für die drei Dioden habe, aber ich glaube schon. So, erstmal bei Gunther reinschauen. Ja, wo packen wir die Rollen denn hin? Ach, die kommt an. Ach so, geht nur eine oder was? Hä? Ach so, na gut. Dann wird die andere auch verscheuert. Da fackeln wir nicht lang. Tack. Quinoa ist doch lecker.
Na dann, sind wir mal gespannt. So. Ui. Was denn das? Ein zwergischer Helm. Okay. Warum nicht? Kann schon gleich mal anziehen. Ne, wo war das denn? Da. Wie kann ich nicht anziehen? Nein! Jetzt dachte ich mal, ich hätte meine erste Kopfbedeckung gefunden, Pustekuchen. Schon wieder nur was, was gespendet werden kann. Naja. Neue Belohnung? Wer hätte mit? Was ist das? Oh yeah! Danke, Runde. Cool. Dann würde ich sagen, hole ich mir bei Pierre jetzt gerade noch Nummer 10 und dann kann ich wieder zwei Fünferfelder machen, beziehungsweise zwei Fünfer rein. Perfetto. Tag. Oh je. Das andere eigentlich. Nikoid. Natürlich wieder Gunther. Nee, ich glaube, den verkaufe ich jetzt in dem Fall. Die Belohnung ist zwar gut, aber aus Gunther ja nicht alles geben. So, Mario ist auch schon fertig. Gleich verkauft. Egal. Halt. So. Ah. Okay, an meinen neuen Brunnen muss ich mich auch erst noch gewöhnen. Sehr schön. Nee, Steine kommen da rein. Gießkanne behalte ich, dann kann ich am nächsten Tag direkt gießenderweise loslegen. Es regnet heute, das wäre natürlich Jackpot, dann kann ich direkt in die Höhlen. Ui. Ein Einmachgefäß. Ah, das ist für, ich glaube, Marmelade und sowas. Und ein Eisenzaun, ja. Muss ich erstmal an Eisen rankommen. Oh! Hofarbeit hat sich aber gelohnt. Ja, das ist die Mayonnaise hier. Dreimal gleich hier. Zack, 570. So muss das laufen. Oh. Ja, ich könnte jetzt natürlich auch noch weiter. Oh, nur ein Ei. Nur ein Ei? Ach nee, da ist er noch. Noch weiter pflanzen. Aber ich habe halt das Problem mit dem Wasser. Das heißt, ich habe noch keine größere Gießkanne oder sowas. Dann wäre ich den ganzen Tag nur im Gießen. Ist ja auch irgendwie doof. Wir werden mal was anderes machen.
Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon die Sachen machen kann, um. Also das Obst pflanzen kann, um Marmelade einzumachen. Gleich mal schauen, was wir dafür alles brauchen, um es zu bauen. Holz, Steinkohle. Ah, macht aus Gemüse eingelegtes und aus frischen Marmelade. Ja, sehr geil. Bam, bam. Kohle war das andere. Den stellen wir mal hier drüben hin. Okay, dann werde ich jetzt gleich noch Holz fällen und dann kann ich die Brücke reparieren. Ah, sehr schön. Die kommt erstmal weg. Steine kommen auch weg. Du auch. Was ist denn meine Axt? Ja, und mein Gelände könnte ich auch mal ein bisschen weiter aufräumen, glaube ich. Ah, so viel zu tun, so wenig Zeit. Das ist wie im wahren Leben. Aber sollte es im Computerspiel nicht eigentlich anders sein? Ah, da kann ich mir aber... Moment. Auf dem Weg nach unten... Nehmen wir mal die Sense mit. Noch ein bisschen Heu hobeln. Oder schneiden, oder wie man es auch nennen mag. Dann kann ich mir nämlich noch zwei Hühner holen. So, das sollte erstmal reichen. Bin ich zwar fast schon in der Pleite, aber das macht nichts. Und hier ist mal wieder keine. Super. Ja, tue ich. Wo finde ich die Tante? Super. Okay, das war aber nix. Dann weiter zum Strand. Schauen wir am Rückweg nochmal vorbei. Ach du meine Güte. Was heißt hier Bauerntyp? Sackgesicht. Läuft. Super, jetzt komme ich hier rüber, jetzt sind irgendwo Muscheln da oder ähnliches. Ach, Menno. Bin ich fast am Überlegen, ob ich das mit dem Angeln nochmal versuche, nachdem das beim letzten Mal so hochgradig schiefgegangen ist.
Ja, mal gucken. Heute nicht. Da sind wieder ein paar Würmer. Na nö. Ja, mach das. Okay, ich muss ja auf jeden Fall mit meiner Hake nochmal vorbeischauen. Zwei Felder mit Würmern gesehen. Aha. Na dann. Das gibt's. Ah, doch, da ist er. Da, ja, das ist schön, aber ich hätte gerne auch mehr Tiere. Super, und die steht vor der Mikrowelle und wartet, bis Essen fertig ist, oder was? Ach, Mann. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Na, sehr was positiv. Da haben wir einiges an Stroh gesammelt. Nein, an Heu. Noch ein Ei übrig. Ja. Ja, ja. Wo ist er denn? Oh. Okay. Ach, bei dem Abenteuerding wollte ich auch nochmal vorbeischauen. Bei der Abenteuergilde. Eieiei. Mist, jetzt habe ich zwei zu viel. Na egal. Ja, das freut mich, dass der glücklich aussieht. So, da schon spät ist, werde ich unten nicht nochmal vorbeischauen. Sondern wir gehen mal früh ins Bett. Ja, das passt. Oi, passt. Und diese Musik, da fängt der Tag doch schon ordentlich an. Ich verkaufe
Ich verkaufe Hüte. Okay, Stups. Hutmaus. Okay. Oh, noch mehr Post. Ach, die Mama. Das ist aber lieb. Entschuldigung. So, kann ich Pepperoni hier auch reinlegen? Tatsache. Boah. So. Ich versuche mein Glück unten nochmal bei der Tierdame. Und gehe dann auch gleich beim Strand nochmal vorbei. So, das eine Ei kommt da rein. Und die Mayo kommt da rein. Achso, ich muss mein Zeug ja noch gießen. Oh. Fast die Gartenarbeit vergessen, hallo? Okay, mit dem Zielen habe ich es halt nicht so. Das ging schnell mit der Mayonnaise. Wie, und da kam jetzt nur eine normale Mayonnaise raus, das ist ja Betrug. Dann Ei mit Sternchen reingepackt. Saftladen. Oh, und die rennt schon wieder weg. Echt jetzt? Ja, das freut mich für dich. Bringt mich nur leider nicht wirklich weiter. Scheiße. So. Glasscherben. Und wieder ein Buch. Sonst nichts, außer dem Seeigel. Oh, schade. Na gut, dann vielleicht beim nächsten Mal.
Sie will immer noch braun werden. Ja, Entschuldigung. Wo gehobelt wird, fallen halt Späne. Na gut. Nö, eigentlich nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ich glaube, ich sehe dem Bürgermeister seine Badehose. So. Schlawiner. Gucken, ob wir hier noch ein paar verlorene Würmer finden. Aber es sieht nicht so aus. Was haben wir hier noch? Eine Edelwicke. Was auch immer das ist. So, mein letzter Versuch. Hört doch auf. Ich kann so nett arbeiten. Ja, haben wir wenigstens ein bisschen was zu verkaufen, ne? Wo ist denn mein Waggon? Eine Gewürzbeere. Eine Weintraube. Komm, alle guten Dinge sind drei. Bin schon rechtzeitig. Hier ist auch niemand. Aber das kann doch nicht sein. Wir haben gerade mal Dienstag. Ups. Da wollte ich auch hin. Schau ich halt in der Gilde nochmal vorbei. Na, wenigstens das hat gelohnt. Da ist auch noch was. Nein, das ist nix. Krass. Ah, aber da. Haha. Super. Würmer, die Steine verstecken. Warum nicht? So. Aber den kriege ich auch. Die macht 2 bis 4. Was macht meine Käsereibe? Wahrscheinlich gar nichts. Nicht sehr robust, sehen aber gut aus. Ja. So, mehr. Was die Holzklinge? 3 bis 7. Und der lange. Achso, ist nur ein Dolch. Achso, okay. Nö. Irgendwas zu zeigen habe. Okay.
Okay, bei den Schleimis brauche ich. Ach du meine Güte, da brauche ich aber bei beidem noch ein bisschen was. Na gut. Aha. Ne, 17:30, da ist da keiner mehr. Beziehungsweise alles schon zu. Ja, der Hund schläft auch schon, da würde ich sagen, machen wir auch Feierabend. Haben wir hier noch ein Ei irgendwo? Nee. Ah, aber die kann ich aufheben und dann auch in den Einmachtopf schmeißen. Holz, 50 Holz, habe ich 50 Holz? Natürlich nicht. Timber. Ups. Ne, ist zu wenig. Ach, rechnen kann ich auch schon nicht mehr. Oh Mann. Kohle reicht nicht. Kriege ich oft schnell irgendwo Kohle her? Nein. Okay. Ja, ich wollte mir noch so ein Komposter-Ding bauen, aber. Gut. Was nicht ist, das ist nicht. Ja. Dann würde ich sagen, war es das auch schon für heute. Heute tatsächlich Gärtnern, bis der Arzt kommt. Wir haben unser Gemüsebeet doch ganz schön erweitert und auch einiges gepflückt und jede Menge Kohle gemacht. Ist also ein erfolgreicher Tag auf jeden Fall gewesen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bleibt geschmeidig bis dahin. Bye bye.